Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Qualifying, zum großen Preis von Abu Dhabi. Das letzte Qualifying steht an. Ja, können wir hier nochmal für die Statistik zumindest einen Pole holen? Oder ist es tatsächlich so egal, wo wir landen? Schauen wir mal. Wir haben nämlich eine 30 Plätze Gridstrafe, die wir bekommen, weil wir die ganzen Komponenten einfach mal kurz ausgetauscht haben. Aber schauen wir mal. Einfach, vielleicht hole ich mir tatsächlich doch mal so ein bisschen für die Statistik einmal die Pole. Wir sind hier am wunderschönen Yas Island Circuit, wo gleich das Qualifying anfängt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. So, da bin ich auch wieder. Muss mal kurz reden. So. Ja, dann können wir rein. Auf die Strecke, ne? Da. Ja. Gut. Auto steht, Auto fährt. Wie gesagt, vielleicht für die Statistik nochmal ein gutes Ergebnis rausfinden. Wird schon wirklich langsam dunkel, wie es auch schon tatsächlich im T2 war. Und im Rennen wird es dann so richtig dunkel sein. So, jetzt fahren wir nochmal schnell ein gutes Ergebnis raus. Und dann schauen wir mal, was morgen im Rennen von ganz hinten nochmal drin ist. Na? So. So, Lukas Weber, 1:39,7. Unser Rivale, gegen den wir ja Gott sei Dank unsere Rivalität gewonnen haben. Vielleicht geht es wieder zurück zu ihm. Mal gucken. Hamilton 1:38,3. Ah, das sind die Zeiten, die ich erwarte eigentlich. Mal gucken, was wir kriegen. Bestzeit Sektor 2. Und zwar minimal, aber wir haben Violett. Wobei er die Zeit tatsächlich im letzten Sektor geholt hat. So, jetzt gucken wir mal, was unsere Zeiten bringen. 36, 37 Bestzeit. Fantastic. Yes! So far, our fastest lap is a 1:37.4. So, auf jeden Fall haben wir eine gute Zeit gesetzt. Und zwar gute, richtig gute Zeit. Mit fast einer Sekunde vor Hamilton. Und das, obwohl wir eigentlich ruhig schauen wollen.
Und Bottas noch ohne Zeit 17,9. Der ist aber deutlich langsamer als wir. Ich wäre zufrieden auf jeden Fall mit dem Ergebnis. Wobei wir tatsächlich mit der Sekunde Vorsprung im dritten Sektor geholt haben. Und noch 10 Minuten Zeit, also alles gut. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Vielleicht haben wir so eine Runde. Gut, dass wir relativ schnell gefahren sind. Bottas momentan Dritter. Das ist mir zu weit vorne, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir viel zu weit vorne. Wie gesagt, wir kriegen eine 30 Plätze Strafe. Aber wir müssten, am Ende auf Pole stehen eigentlich. Minuten 40 noch, also wir müssen auf jeden Fall nochmal unsere Zeit verbessern. Weiß, vielleicht sogar reicht, um Erster zu sein am Ende. Mit dem dritten Sektor müsste das eigentlich definitiv reichen, um klar vorne zu liegen am Ende. Müssen jetzt gucken, dass wir vielleicht auch schon mal die zweite Phase auch noch gewinnen. So, noch 5 Minuten. Wir müssen jetzt gleich mal unseren zweiten Versuch raushauen.
Vielleicht nochmal ein bisschen was nachlegen. Um dann wirklich für die Statistik die Pole zu holen. So. Bisschen Zeit haben wir noch. 3 Minuten 30 noch. Ein bisschen weit rausgekommen. So, mal gucken, ob wir die 37.4 hier noch mal packen können. Mal ein bisschen Zeit raushauen. So sieht es momentan nicht so aus. Ja, so können wir es knicken. So wird das definitiv nicht. Wieder dieser Rechts-Links-Kombi. Ja, kannst du knicken. Ab in die Burggarage. Die Runde ist durch. Kein zweiter Versuch. Kein zweiter Versuch, definitiv nicht. Müsste aber trotzdem reichen, um auf 1 zu kommen. Schauen wir mal. Zwischendurch sah es mal gut aus, aber dann haben wir es verkackt. Letzten 40 Sekunden, die Zeit vom, das Ende vom Vettel kriegen wir gar nicht mehr mit, also die Endzeit. Bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Bottas, Richter und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Oh, wir sind tatsächlich nicht erster. Bottas hat sich in unserer Zeit noch geknackt. Aber okay, es wäre wieder egal gewesen. Aber das tut mir gerade sehr weh, dass das genau der ist, den ich hätte vorne stehen dürfen. Naja, wir müssen es halt jetzt irgendwie liefern. Der fährt nicht mehr gut, 1,5 Sekunden oder was? Gridstrafen erhalten. Welche Überraschung. Weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, das sehen wir dann. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr dann. Bis dahin oder wiedersehen bei. Obwohl, Moment, gerade mal was kurz gucken. Na, ja, jetzt werden die natürlich Dinger so teuer, dass ich die nicht zahlen kann, ne? Doch, jetzt. Okay. Nehmen wir das nämlich noch mit. Spezialfähigkeit des Williams. Mal kurz ein bisschen aufbauen. Wie gesagt, technisch wird es eine geile Möglichkeit sein. Vielleicht schaffen wir es mal. Mal gucken, wo es hingeht nächste Saison. Gut.
Dann war's das. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Das hatte ich ja gerade versucht anzusetzen. Und dann schauen wir mal, was im Rennen so geht. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 2019 mit dem letzten, nach dem letzten Qualifying aus Abu Dhabi.